Wann können wir mal das erste verlorene Kopfballduell von Timo Beermann sehen? Ich hoffe nie. Wie bist du selbst zufrieden mit der Leistung von dir und auch von der Mannschaft nach dem 1:0-Sieg gegen Chemnitz? Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben nach vorne hin heute richtig gut gespielt, hinten auch gut gestanden, hatten mit Manu einen richtig guten Keeper heute, der dann in der 5. Minute auch mal überragend hält. So haben wir die 0 gehalten und wir wussten, wenn wir zu 0 spielen, dann gewinnen wir heute das Ding auf jeden Fall, weil wir machen vorne immer ein. Dass am Ende nur einer war, ist natürlich ein bisschen unglücklich. Es hätten auch 3, 4 mehr sein können. Ja, super Sache heute. Wo siehst du den Schlüssel darin, dass ihr so nach dem Elfmeter so ein bisschen den Faden verloren habt? So sah es zumindest von außen ein bisschen aus, auch wenn ihr trotzdem noch 100%ige Torchancen hattet. Ja, vielleicht lag es daran, dass wir wollten einfach zu 0 spielen, haben dann ein bisschen zu defensiv gestanden und nicht vernünftig nachgerückt. Und vielleicht lag es einfach daran, ich weiß es nicht genau, aber im Endeffekt ist es egal, wir haben 1:0 gewonnen und gut ist. Jetzt steht ihr vorübergehend auf Platz 3. Was glaubst du, ist in den nächsten Wochen für den VfL noch drin? Ach, wir sehen von Spiel zu Spiel und in 2 Wochen geht es nach Oberhausen. Da wollen wir wieder 3 Punkte holen und wenn wir das weiter so machen und immer unsere Punkte holen, dann ist alles möglich diese Saison. Dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche weitermacht. Danke dir. Ja, danke schön.